gerade, ich will euch mein Aufgebrauchs-Video machen. Ich habe gerade gesehen, ich habe es in einer anderen Tüte schon drin. Aber egal, ist mal abwechslungsreicher. Ja, ich fange auch gleich mal an. Das schaut schon mega eklig aus. Das ist ein Duschgel von der Marke Artemis. Ist eigentlich für Herren gewesen. Der Jan hat es aber nie verwendet. Und ich habe es als Badezusatzzwecks entfremdet, weil es schon ziemlich komisch war. Also es hat noch normal gerochen. Aber das Problem war, es war schon sehr, sehr flüssig und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich es lieber auf. Dann habe ich aufgebraucht einen Badezusatz und da bin ich echt traurig, dass der leer gegangen ist, weil der war wirklich gut. Ja, das war von diesem Saubär. Ich mochte es eigentlich gern, aber es ging relativ schnell auch leer und eigentlich war das eine Winteredition, sehe ich gerade. Aber es war wirklich gut und sollte ich es nochmal sehen, würde ich es mir sogar vielleicht nochmal mitnehmen. Dann habe ich das Duschpeeling von Balea aufgebraucht. Kennt sie sicher in- und auswendig. Ich habe schon so oft verwendet und ich habe, glaube ich, noch ein paar Backups. Bin mir aber gar nicht sicher, ob ich noch welche habe oder nicht. Aber irgendwie habe ich mich schon satt gerochen an dem. Also, und wenn ich das sage über Melone, dann muss ja was heißen. Aber irgendwie habe ich mich schon so ein bisschen satt gerochen dran. Leider. Dann habe ich eine Seife aufgebraucht. Das ist die von Sagrotan, diese Schaumseife. Ich mochte die so gern, aber ich habe kein Backup mehr davon, leider. Und ich habe noch so viele andere Seifen, die ich erstmal aufbrauchen soll, bevor ich mir wieder irgendeine andere nachkaufe. Also mal gucken. Erstmal aufbrauchen, dann nachkaufen. Dann habe ich eine Induschlotion aufgebraucht. Sieht so aus. Das ist die von Aveo, die ich euch leider in keinem Haul gezeigt habe. Ich dumpf backe. okay. Jetzt macht sich mein Ohrring selbstständig. Finde ich auch sehr geil. Ja, die habe ich euch vergessen zu zeigen in einem Video. Ich mit meinem sie war gut. Ich fand den Duft sehr interessant. Sie ist auch relativ günstig. Sie kostet nur 2 Euro oder sowas, glaube ich. Und ich glaube, ich würde sie mir sogar nochmal nachkaufen. Weil die von Nivea ist schon sehr teuer. Ich meine, mit der von Nivea komme ich länger aus als mit der da. Aber so als Abwechslung, sage ich jetzt mal, würde ich mir die schon nachkaufen. Warum auch nicht? Dann habe ich meinen Make-up-Entferner aufgebraucht, den ihr ja sowieso kennt, den ich euch eigentlich, ich zeige ihn trotzdem immer wieder her, aber eigentlich müsste ich ihn gar nicht herzeigen. Ich liebe den. Ich hoffe, den nehmen sie nie aus dem Sortiment. Das ist der vom Hofer. Dann wieder was, was voll eklig ausschaut. Ich halte es lieber weiter weg. Das ist die von Balea, die Seife. Balea, ja. Die, wo man draufdrücken muss. Ich habe davon, glaube ich, noch ein paar Backups. Ich mag die so gern. Ich sage, ich habe genug Seifen zur Zeit. Also ich brauche dabei gar keine nachkaufen, glaube ich. Dann habe ich hier eine Duftprobe leer gemacht von Marc Jacobs. Ohrring ist weg. Marc Jacobs Daisy. Ich mochte ihn, aber das Problem war, der hat irgendwie nicht auf meiner Haut gehalten. Ich hoffe, man sieht's. Der ist gut, aber ich meine, es ist auch ein Eau de Toilette, das ist ja auch leichter. Aber ich fand den ein bisschen zu leicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Verpackung kennt, so sieht die Verpackung aus. Ja, also den würde ich mir nicht in groß kaufen. Wirklich nicht, weil ich finde, das ist irgendwie nicht wert, weil der hat echt nicht lang gehalten. Und ich mag solche blumigen Düfte eigentlich nicht, also ja. Dann habe ich eine Maske leer gemacht, die von Balea, diese weiße Deon-Kirsche. Ja, die finde ich gut. Noch immer. Also da kann man nicht dran rütteln, die finde ich noch immer gut. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht. Die sieht so aus. Finde ich auch gut. Habe ich sogar noch ein Backup. Und die gibt es ja Gott sei Dank aktuell noch. Also die mochte ich echt gern. Das war die erste von Balea, die ich länger oben lassen konnte, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, die Haut saugt das schneller ein. Die anderen musste ich schon nach 15 Minuten runtergeben von Balea, aber die war die erste, die was ich länger umlassen habe können. In letzter bin ich aber so Duchmaskenfaul. Generell maskenfaul. Ich weiß nicht, was los ist. Mit denen ich mich jetzt fast erschlagen. Dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht von Palmolive. Und das mag ich so, so gern. Und das gibt es beim Müller, glaube ich, nicht mehr. Und beim Bieber habe ich mich geärgert, dass ich es mir nicht gekauft habe, wo es in Aktion war, aber ich habe noch so viel Zeug und jedes Mal lassen die meine Sachen auf, ey. Warum? 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 Aber das war so gut. Ich überlege noch immer, ob ich es mal nachkaufen soll, weil einen Mint-Shake habe ich ja auch noch und davon habe ich kein Backup mehr. Ich hatte ja nicht einmal das Vanille und dann haben sie es schon aus dem Sortiment genommen, also ja. Ich mag's, aber es geht raus. Ich habe es bei manchen Müller-Filialen, glaube ich, auch noch gesehen, aber es geht halt leider aus dem Sortiment. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und das mochte ich sehr, sehr gerne, weil das war von Yves Rocher, das war eine Limited Edition.
An die erinnere ich mich so gern, weil das war zu der Zeit, ist die rauskommen, wo ich dort gearbeitet habe. Deswegen erinnert mich der Duft so ein bisschen daran. Ja, ich mag es voll gern. Aber leider gibt es das nicht mehr. Den Duft habe ich noch davon. Und ich fand die Verpackung damals so schön. Also, ja. Den Duft habe ich noch. Also ein bisschen Erinnerung habe ich noch dran. Obwohl es ja keine schönen Erinnerungen waren. Aber wen interessiert? Dann habe ich eine Balea-Maske aufgebraucht, die Melone. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein paar Backups, aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von einer Sonnenpflege, die was von Hofer ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe, aber sie riecht sehr gut. Man darf sich bloß nicht ins Auge fahren, was mir immer wieder passiert, wenn ich die Probe verwende. Keine Ahnung, warum ich so schusselig bin in letzter Zeit, aber die riecht extrem gut. Nun muss ich jetzt endlich schauen, dass ich mal die Proben aufbrauche, nur in letzter Zeit. Es ist heute auch schon wieder grau draußen, also die eine Woche ist nicht so schön zum Schwimmen oder so, finde ich jetzt persönlich. Habe ich da ernsthaft eine Spinne auf meinem Fenster? Ich mag keine Spinnen. Ich mag gar nichts, was krabbelt oder so. Ja, machen wir lieber weiter. Ich habe Gott sei Dank die Netze davor, also rein kommt sie hoffentlich nicht. Aber es schaut so aus, als würde das eine Spinne sein. Oder ich bin schon so scharfsaugert und sehe das nicht. Egal, jetzt habe ich zu lange ins Licht geschaut. Und dann habe ich die Maske hier gemacht, das ist die von Freeman. Ich liebe die Freeman-Masken, das wisst ihr. Und derer traue ich sehr hinterher, weil die war wirklich gut. Ich komme leider nicht mehr nach Tschechien. Ich habe schon mit dem Roman geredet. Ich hoffe, dass wir in meinen Urlaub jetzt im nächsten hinfahren. Weil ich will unbedingt dorthin. Als nächstes habe ich wieder eine Maske. Und das ist wieder von Freeman. Und die heißt Clay. Das ist die blaue. Die ist so geil. Die riecht auch voll geil. Ich liebe die. Ich habe die, glaube ich, auch in groß. Also eigentlich dürfte ich mich nicht beschweren, dass ich keine Freeman-Masken mehr habe. Weil ich ja noch die in groß habe. Aber ich will die natürlich nicht anfangen. Das ist immer wieder typisch. Das. Ach Gott, so. Ein Spülmittel von Blink, von der Müller Eigenmarke. Ich fand das sehr gut, weil das war das erste, wo das Geschirr nicht angefangen hat zu müffeln, wenn man es einwirken lässt. Also das fand ich echt gut. Wollte ich euch nur mitteilen. Keine Ahnung, ob es so interessant ist, um euch das mitzuteilen. Dann habe ich die Reinigungstücher Kokos aufgebraucht. Die kennt ihr, die habe ich immer am Schminktisch stehen. Brauche ich eh nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Dann habe ich noch eine Maske von L'Oreal aufgebraucht. Die sieht so aus. Ja, die war okay, aber ich habe so viele Masken, also kaufen würde ich sie mir nicht. Ich habe nämlich wirklich zu viel Zeug, aber das wisst ihr ja eh selber. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht, was eine Maske war, und die war auch sehr, sehr gut. Da würde ich mir die Probe sogar aufheben. Die habe ich nämlich von Douglas bekommen und die war mega. Also das Hautgefühl danach war Bombe. Deswegen würde ich mir die sogar irgendwann einmal, wenn ich weniger habe, was sicher jahrelang dauern wird und bis dahin geht die sicher aus dem Sortiment, irgendwann einmal nachkaufen. Dann habe ich von Shiseido eine Probe leer gemacht von der Ibuki-Reihe. Und ich glaube aber, die Ibuki-Serie gibt es nicht mehr von Shiseido. Ich habe ja keinen Shiseido bei mir leider in der Filiale, aber ich glaube, dass es das nicht mehr gibt. Ich glaube nämlich, statt der Ibuki kam nämlich die Vaso-Serie raus. Das hat mir zumindest die damals von Shiseido erzählt, glaube ich halt. Ich kenne mich nicht so gut aus, steinigt's mich nicht. Dann habe ich ein Tester ist das von der Arbeit. Das ist so ein Primer gewesen, ich fand den aber recht, der war echt schrecklich. Mattifying and Pore Minimizer, hat er nicht gemacht. Also das war von Essence. Und das sind so weiße Tuben und dann haben sie jeweils immer die Farben von denen. Weil das war die Black Clay und dann gibt es noch zwei andere. Und ich fand die nicht gut. Also ich würde die mir nicht in groß nachkaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich schon wieder zwei Duftproben. Einmal die Marbert und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte den Duft bald leer machen, weil ich habe irgendwie das Bedürfnis, den Duft aufzubrauchen. Obwohl ich eh voll viele andere Parfums angefangen habe, aber okay. Dann habe ich noch probiert, die Probe hier, da ist sogar noch was drin, sehe ich gerade. Voll der Fail. Seht ihr das? Aber ich fand den ehrlich gesagt nicht so berauschend, weil das ist von Paco Rabanne, da haben wir es wieder. Ich habe vor kurzem den hier aufgebaut und der war wirklich gut. Aber der Lady Million, dieser Privé oder wie man das ausspricht, der gefällt mir überhaupt nicht. Nee, mir gefällt auch der goldene Kristall nicht. Und der andere, der Oh My Gold, der mir gefallen würde, weil den habe ich sogar zu Hause, den finde ich gut. Und den gibt es immer mehr, der ist auflassen worden. Leider. Dann habe ich hier die Nose Straps aufgebraucht. Nehmen wir gleich das, was runterfliegt. Die ist am gescheitesten. Die benutze ich immer wieder. Einmal voll spannend Wattepads. Und dann habe ich hier noch die Hollywood Skin, diese Augenpads, diese geligen. Die mag ich sehr gerne. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr verwendet. Sollte ich auch mal vielleicht wieder so ein Beauty-Day einlegen oder so.
Dann habe ich einen Toner aufgebraucht von dem Proben, was mir immer die Vivi mitbringt. Ich habe sogar noch einen gefunden, also sollte ich den vielleicht auch bald aufbrauchen. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht erinnern, wie der war. Steinigst mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt alle davon. Ich habe nämlich ein paar Proben zurzeit leer gemacht, weil ich mir gedacht habe, es wird Zeit, dass ich ein paar aufbrauche. Jetzt gerade bin ich auch wieder brav dabei, welche leer zu machen. Und die kennt sie eh auswendig. Die benutze ich manchmal für Hals und Dekolleté. Ich finde die aber nicht gut, also... Ich meine, die gibt es so in der Variante nicht mehr, schon ganz anders aus, als wie es da abgebildet war. Dann habe ich wieder eine Proben aufgebraucht von einer Maske. Und die mochte ich damals sehr, sehr gerne. Und ich habe keine Ahnung, warum ich mir die niemals in groß nachgekauft habe. Ich habe die damals auch immer so in klein gehabt, weil da gab's, hat es die immer dazugegeben zum Einkauf. Oh Gott, ich glaube, da kommt irgendein Gewitter oder so. Bitte nicht, ich muss noch wegfahren. Die war aber echt gut. Das ist von Yves Rocher eine. Diese Purity, glaube ich, heißt die. Ja. Und die fand ich echt gut. Die wird dann hart. Sorry für die Wortwahl. Sie wird dann ein bisschen härter auf der Haut. Dann wascht man sie ab und dann ist die Haut weich. Und ich liebe die. Ich muss schauen, ob es die noch gibt. Ich meine, ich habe eh so viel Scheiß. Ich sollte ernsthaft mal welche aufbrauchen. Aber es ist so schwer, wenn man so viel hat. Dann habe ich eine Mini-Body-Lotion aufgebraucht. Ich bringe es trotzdem nicht irgendwie hin, Body-Lotions aufzubrauchen. Irgendwie bin ich noch immer so eingremfaul und es ändert sich überhaupt nichts. Aber die habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, ich mag den Duft so gern, vielleicht probierst du sie aufzubrauchen. Und es hat funktioniert, welch ein Wunder. Das ist von der Biotherm Bath Therapy, heißt die Serie. Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig ausgesprochen. Und die riecht so gut. Die riecht so gut. Ich habe auch von der grünen Serie den Duschschaum. Hätte ich nicht so viel Zeug, dann würde ich mir das sogar nachkaufen. Aber ich habe eindeutig zu viel und muss erstmal aufbrauchen, bevor ich mir irgendwas annähernd nachkaufen kann. Dann habe ich mein Rasiergel aufgebraucht und das ist leider leer geworden, weil das mochte ich sehr, sehr gern. Das war jetzt mein letztes leider. Das war wirklich gut. Und leider ist es leer, aber ja, es kommen Gott sei Dank eh jedes Jahr immer neue raus. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann mal wiederbringen. Was ja nie so der Fall ist, weil mein Buttermilch-Zitronen haben sie auch nie wieder rausgebracht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann habe ich noch einen Nose-Strap aufgebraucht. Ich benutze sie ja am Kinn und an der Nase und deswegen kriege ich da meistens zwei leer. Dann habe ich, die kennt sie ja eh, die Frischee-Reinigungstücher. Kaufe ich mir immer nach und brauche ich auch immer auf. Da ist ein Haar, sehr schön. Fangen wir mit den kleinen Zeug an, das geht nicht schnell. Dann habe ich die Wattepads aufgebraucht. Dann habe ich eine Ampulle aufgebraucht von der Eigenmarke von Müller. Ich finde die so gut, aber die gibt es leider nicht mehr, weil die habe ich damals alle gekauft, die ich gefunden habe. Und jetzt gibt es eine neue Limited Edition, aber ich habe noch so viele von diesen Adventkalender, den ich hatte. Und deswegen kaufe ich mir erstmal keine nach, sondern versuche mal welche aufzubrauchen. Was ist das? Ah, das ist von den Augenpads. Sieh mal einer an. Jetzt weiß ich wenigstens, woher das kommt. Ja, ich habe Augenpads aufgebraucht, die noch immer diese Flüssigkeit verlieren. Hält ziemlich lange, sage ich mal. Das sind die von Action Markt. Die haben so ein Lace, also so ein Spitzenmuster. Man sieht es auch hier abgebildet. Die hatten so ein Spitzenmuster. Ich fand sie ganz okay. Ja, ich gebe die meistens immer in den Kühlschrank, weil ich finde, dann ist die Wirkung immer ein bisschen effektiver, damit ich es rauskriege. Dann habe ich hier, was voll ist von diesen Augenpads, die Augenbrauenrasierer aufgebraucht. Ich habe jetzt noch den einen da, aber ich habe mir eh gestern welche neu gekauft, deswegen kann ich die endlich entsorgen, den einen, der da ist. Weil die haben sich in letzter Zeit so oft bei mir zerlegt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich es benutzt habe, ist mir die Klinge irgendwie rausgeflogen. Und hat auch nicht mehr gehalten, also ja. Mal gucken, wie lange man das noch durchhält. Dann habe ich dieses Shampoo wieder aufgebraucht. Ich habe es ja für meine Pinsel verwendet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins habe. Aber mir hat auch vor kurzem jemand unter mein Video geschrieben, dass sie das gut findet. Ich weiß, jeder wie er will, Leute. Ich sage ja nicht nur, weil ich es schlecht finde, dass ihr es nicht gut finden dürft. Das meine ich gar nicht. Für meine Haare funktioniert es halt nicht. Es funktioniert für meine Pinsel, aber nicht für meine Haare. Ja, dann ein Schuhdeo-Skandal. Also wirklich ein Skandal. Ich habe in meinem letzten Urlaub, ich habe jetzt wieder Urlaub, in meinem letzten Urlaub habe ich meinen Kasten aussortiert, wo meine ganzen Sachen nicht hinter mir, das ist im Wohnzimmer.
Und da habe ich die ganzen Sachen ausgemistet, Kulturtaschen weggeworfen und Taschen und sonst irgendwas. Und ich habe so viele Schuhdeos gefunden, weil in dem ganzen Kasten ganz oben waren so viele Schuhdeos, das war gar nicht mehr normal. Eins musste ich sogar wegwerfen, weil das ist so komisch gelblich worden. Und ja, die beiden hatte ich noch in Verwendung und das ging relativ schnell ja jetzt zum Schluss. Keine Ahnung wieso, aber das würde ich mir auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen, weil das ist eins von Deichmann und das mag ich nicht. Das fand ich wiederum gut. Das fand ich wirklich gut. Das musste man nur so in den Schuh reinstellen und dann draufdrücken und dann ist das Produkt rausgekommen. Das war mega und das gibt's nicht mehr. Das haben sie aufgelassen, leider. Und es gibt noch ein anderes, also zwei gibt's noch in der Variante von Müller die Eigenmarke und noch ein sauteures. Und ich habe aber eh so viel. Ich muss schauen, dass ich mal meine Fußdeos, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich meine, na, über sowas kann man sich nur lächerlich machen. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht. Ich muss mal wieder nach Badezusätzen gucken. Ich habe keine für den Sommer. Also ich bin ja nicht so eine, die jetzt... ich bade eher viel lieber im Winter, gebe ich ganz ehrlich zu. Hin und wieder, wenn ich eine Badebombe erwische, dann bade ich auch. Also wie vor kurzem, habt ihr auf Instagram gesehen. Und den finde ich auch gut. Ich muss schauen, ob ich noch welche habe von denen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil der war auch gut. Das war da dein Früchtetraum von Terra Naturi. Und Terra Naturi mag ich eigentlich gar nicht. Also, aber der Badezusatz, der ist gut. Ja, es ging aber relativ schnell leer. Ich habe vor kurzem erst, ich glaube das war vor kurzem, ich habe jetzt da das Video, die Videos nicht offen. Ich glaube das war vor kurzem, wo ich erst zwei Deos leer gemacht habe. Und das hatte ich in der Arbeit und das ging verdammt schnell leer. Ja. Aber es war gut. Das war so ein... Ich habe das damals im Set gekauft, wo der Duft dabei war, weil ich ja unbedingt die Parfums mir einbildet habe von Larif. Aber sie sind gut, die Larif-Düfte. Ich hätte sie nur halt nicht braucht, weil ich habe eh so viele Sachen, die ich noch aufbrauchen will und muss und ja. Aber sie sind gut, die Düfte von Larif. Also ich kann sie jedem empfehlen, wenn man nicht viel Geld ausgeben will. Weil das Positive ist, bei Müller sind die meistens auch immer dann in Aktion, die Larif-Düfte. Also könnt ihr es ausnutzen. Da kosten es dann, glaube ich, nur noch 6 Euro oder so, statt 8. Also das zahlt sich aus. Ja, dann habe ich noch eine Probe leer gemacht. Das ist ein Sonnenschutz gewesen. Überall von mir die Haare in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Ja, den habe ich diesmal schlauerweise auch im ganzen Gesicht, Hals und Dekolleté habe ich aufgebraucht, weil das war, habe ich nämlich letztens mal den Fail gemacht und habe es als Sonnenschutz unter Make-up verwendet und das ging mit der leider gar nicht, aber als Sonnencreme ist die gut. Aber ja, ich bleibe bei meiner Lancaster, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bleibe bei meiner Lancaster. Dann habe ich noch mein Handdesinfektionsgel aufgebraucht, das schaut schon voll ekelhaft aus. Das war nämlich in meiner Arbeitstasche, ich habe eben auf der Seite so ein Täschchen und habe dann immer ein Handdesinfektionsgel drin. Jetzt habe ich wieder eins von Primark drinnen und die halten so lange, dass sie mit der Zeit voll eklig ausschauen. Also es hat noch gut gerochen, ganz normal sogar, aber die Verpackung schaut nach einer Zeit, ich meine, ich zeige es euch kurz. In der Kamera kommt es gar nicht so schlimm rüber, aber es ist wirklich eklig, wie das ausschaut. Aber ich mag die von Primark und leider gibt es das Schoko nicht mehr, weil das mochte ich sehr gerne. Ich glaube, ich habe aber noch ein Backup. Und ich habe es im Winter angefangen und jetzt ging es erst leer, also steinigt es mich nicht. Zwei habe ich noch, dann sind wir durch. Einmal habe ich die Biotherm aufgebraucht, die Aquasource Everplump Night. Die war so gut. Ich habe sie auch aufgeschnitten, Leute. Und das heißt, glaube ich, was. Weil da war noch so viel drinnen unten am Rand. Und ich habe mir gedacht, sollst du sie aufschneiden oder nicht? Oder doch oder nicht? Und jetzt bin ich wieder voll. Aber ich habe mir gedacht, ja, schneid sie lieber auf, weil die hat so eine dicke Konsistenz, dass da man sicher nicht alles rausgeht und ich hatte recht. Und die ist so gut und ich habe sie Gott sei Dank noch in Originalgröße. Ich weiß nur noch nicht, wann ich sie verwende. Jetzt für den Sommer fand ich die am Abend sehr, sehr gut, weil sie eben nicht zu reichhaltig war. Ich versuche auch jetzt zurzeit Proben aufzubrauchen, auch für die Augen und so, weil ich halt so viel Zeug habe, Leute. Das ist so, wie es ist. Was soll ich machen? Aber die war gut und ich bin froh, dass ich die noch in Originalgröße habe. Und dann traurig, weil ich nicht weiß, ob ich mir die jemals dann nachkaufen werde in Original. Weil in Original ist die verflucht teuer. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Es hat so ein seltsames Geräusch gemacht und dann war die Kamera aus. Und ich habe mir gedacht, was zum Henker ist jetzt passiert? Und meine Speicherkarte war voll. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Also, pff, Jubiläum vor der Welt, wirklich mal. Ach du Schande. So, kommen wir kurz noch zum letzten
Produkt. Ich weiß nämlich nicht, wo die Kamera jetzt aufgehört hat zu filmen. Ich bin wirklich schockiert drüber. Aber egal. Das letzte ist das Clarins Pore Control. English skills on fleek. Ja, ich mag sehr gerne, aber leider habe ich noch so viele andere Sachen. Und ich habe das damals von der Arbeit bekommen, weil wir haben einen neuen Tester gekriegt und ich hatte Glück, dass ich das nehmen konnte und testen konnte und ich liebe es. Aber ich habe noch so viele andere Sachen und ich werde zuerst mal die anderen aufbrauchen. Aber das steht ganz hoch oben auf der Liste, was ich nachkaufen werde, weil das war wirklich gut. Wirklich gut. Und so für unter Make-up kann ich das wirklich empfehlen, wenn jemand was sucht, was porenverfeinernd ist. Und ich finde das wirklich Bombe. Nur leider habe ich so viel Zeug, dass ich es mir erstmal nicht nachkaufen kann. Leider. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, was mir wirklich sehr, sehr weh dann hat, was leer geworden ist, war das Kokosduschgel, meine Biotherm-Gesichtspflege, das Serum von Clarins und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Oh, mein Hund. Er ist so komisch in letzter Zeit. Was ist los mit dir? Oh, er schwafelt. Du hast es nicht verlernt, sehr gut. Freut mich. Irgendwie ist ihm nicht ganz koscher heute. Er ist ganz komisch heute. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr aufgebracht habt, wo ihr stolz drauf seid. Also bei mir war es auf jeden Fall die Schuhdeos. Mein Hund schaut schon wieder aus, wenn du flähen musst. Du bist so ein Spinner. Ja. Mehr fällt mir nicht ein. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!